Das Spannendste, über das im Moment natürlich gesprochen wird, ist der Fortschritt, den Facebook gemacht hat. Die Timeline, das digitale Leben, alles im Netz und auch das sozusagen das friktionslose Teilen von Inhalten, das sind natürlich im Moment die großen Entwicklungen, die auch sehr kritisch gesehen werden und diskutiert werden, ob die Menschen das eigentlich dennoch wollen, wie was Mark Zuckerberg denn da mit ihnen vorhat. Für Medien ist es natürlich erstmal toll, weil sie Vertriebskanäle dazugewinnen. Die Menschen teilen ihre Inhalte, ob nun freiwillig oder automatisch, das sei mal dahingestellt, aber sie teilen ihre Inhalte und geben damit Empfehlungen ab für ihre Freunde, die dann häufiger auf die Medieninhalte dann auch hoffentlich stoßen und sie lesen. Also für Medien ist es erstmal toll. Ich denke, für Unternehmen wird es auch Fortschritte geben, weil sie natürlich sich besser präsentieren können und besser in den Diskussionen teilhaben können. Für die privaten Nutzer, ich glaube, die sind im Moment so ein bisschen hin und her gerissen. Erstens ist mit Google Plus eine weitere Plattform dazugekommen. Dann fragt man sich, ja, soll ich denn jetzt wechseln oder bleibe ich da und wer wechselt? Das heißt, es ist einfach, sind jetzt mehrere Plattformen und man nicht weiß, auf welche man sich konzentrieren soll. Und ich glaube, Facebook hat auch ein bisschen den überzogen. Das heißt, das, was die neue Plattform da jetzt bietet, da sind einige Nutzer doch überfordert, wie schnell das jetzt auf einmal geht und welche Inhalte sie nun mit ihren Freunden teilen oder auch nicht oder automatisch teilen oder von Hand teilen. Da sind, glaube ich, noch ein paar Dinge nachzujustieren und ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, das möchte ich nicht. Oder sie agieren einfach jetzt viel vorsichtiger, gerade auf Facebook, als sie das noch vor einer Woche getan haben. Also ich glaube, was das berühmte Teilen angeht, das Zuckerbergs-Gesetz sozusagen, jedes Jahr werden doppelt so viele Inhalte geteilt wie im Jahr zuvor. Das ist natürlich durch den Automatismus nochmal enorm beschleunigt worden. Das ist sicherlich ein großer Trend. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Nutzer es jetzt wieder so eine Art so einen Rückzug ins Private gibt. Dass sie sagen, ich möchte möglicherweise auf Facebook nicht mehr meine Inhalte mit so vielen Freunden, die ja möglicherweise gar keine Freunde sind, teilen, sondern sagen, ich werfe jetzt alle die eigentlich, mit denen ich gar nicht befreundet bin, mit denen ich wenig zu tun habe, wieder raus aus meinem Freundeskreis und konzentriere mich auf die wesentlichen Menschen, mit denen ich auch wirklich häufig zu tun habe. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in der nächsten Zeit vermehrt sehen werden.